Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS22 zu einer neuen Folge der Vergessene Hof. Hier geht es heute weiter. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Ballensammeln. In der letzten Folge haben wir ja die Kühe geholt und versorgt. Und ja, ich habe jetzt offline fix die Ballen, die letzten gepresst. Und jetzt werden wir uns die reinholen, bevor wir denn mit den Wiesen starten. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall dazu entschieden, dass wir die Wiesen einmal komplett. Da läuft die Kuh erstmal mitten über der Straße, auch nicht schlecht. Eigentlich sollen die durch den Tunnel gehen, aber gut, die gehen um rüber. ich habe mich dazu entschieden, dass wir die drei Wiesen, die wir haben, komplett mähen und einmal ins Silage siedeln, dass wir erstmal Silage haben. Und danach machen wir Gras und Heu wieder. Und natürlich auf dem einen Feld hauen wir Luzerne rauf. So, wie gesagt, erstmal fahren wir jetzt fix die Ballen planen. Haben wir ja gesagt, das machen wir alles manuell. Nächstes Ziel ist auf jeden Fall ein kleiner Hofradlader zu holen, dass wir auf dem Hof im Kuhstall zum Ausmisten einen kleinen Radlader haben, dass ich das nicht mehr mit dem Träger machen muss. Dass ich da nicht immer die Frontladerwerkzeuge umbauen muss. Mal schauen, so ein kleiner Schäffler oder so, die kosten ja nicht. Die kleine Schäfer, die kosten ja nicht so viel. Der Kubota für 75, ich denke mal, der wird das eher werden, oder doch der, mal gucken. Hier. Ich denke mal, jetzt wird der kleine Kubota werden. Der ist ein bisschen größer. Mal gucken. Oder wir haben Glück, dass vielleicht auch nur sowas in Gebrauch machen kann, ne? Bloß zum Ausmisten würde ich ganz gerne das mit einem kleinen Sacklader machen. Als Hoffahrzeug, damit wir das nicht immer mit dem Träger machen. Ja, ich habe noch ein bisschen nachinvestiert, ich habe uns noch ein Gewicht geholt, wo sind unsere Träger Männchen? Bei 8250 Liter. Okay, die stehen rum. Aber irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen, macht das auch die ganzen Dieren so die Ballen wegstapeln. Gut, auf dem Hof ist ganz einfach. Da haben wir ja das Ballenlager. Das sollte auch recht zügig gehen. Ich glaube, dafür ist er zu schwach aufgepasst. Ich glaube, dann macht er nur Männchen. Trotz Gewicht. Was haben wir am Ballen? 12 Stück, das ist jetzt nicht viel. Wir haben 6 da oben und 6 hier unten gekriegt. Naja. Aber ist ja egal, die müssen eingesammelt werden. Für die Misch- oder Produktion brauchen wir noch einen Fall Ballen. Und die Verkaufsfelder haben wir nicht drunter mal Hafer drauf. Dann haben wir den Hafer zum Verkaufen und machen da Stroh, was wir sammeln können. Denn die Kühe brauchen auf jeden Fall jede Menge Stroh.
denke mal, das wird immer einen guten Plan. Ne? Hafer kann man immer so viel kaufen. Und wie gesagt, bei Hafer kommt ja auch Stroh zusammen. Nicht mehr schmeißen. Kannst du auch mal anders machen. Jetzt muss ich hier gehen. Ich muss aber sagen, dass für die ersten Folgen wächst und gedeiht der Hoch doch schon mal. Gut, dass die ganzen Erzeugnisse richtig Geld bringen, also Wolle, Eier und Milch, das wird natürlich eine Weile dauern. Aber es läuft. Eigentlich mit beim Start, ne? Dann habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Aber es geht schon. Ich glaube, wir sind jetzt noch eingeregnet. Ich weiß, das habe ich mir noch gar nicht gekauft. Ne? Ich glaube, wir werden uns an den Stein sammeln müssen. Ja, den haben wir noch nicht. Der fehlt uns noch. Ach nee, warte mal. Steine haben wir ja aus hier, ne? Das ist Schwasse, die muss ich einstellen, weil wir brauchen ja auch Kalk. Und ich will Kalk nicht mehr kaufen. Gut, das sind die Felder ja nicht so riesig, das geht ja. Das Steine sammeln zügig. Genau, wie wir sehen, aktuell brauche ich auch alle drei Traktoren, die ich habe, oder nutze ich aktuell auch. Also gut, dass wir keinen Träger so weit abgegeben haben. Gut, den Fenton haben wir dazu gekauft, aber wie wir sehen, den Johnny und den Ferguson brauchen wir auch. So, dass es keinen Träger gibt.
Ja, auch wir haben die Kirschen die ersten Mist und die erste Gülle gebracht, sind schon einmal ausgemistet. Kam zwar nur 56 Liter Mist zusammen, aber Gülle ist auch schon ein bisschen was. Also dafür, dass sie erst seit der letzten Folge da sind, passt das doch schon mal. Wie gesagt, wie in der ersten Folge angesprochen, wir haben jetzt, oder in der letzten Folge nicht in der ersten. Wir haben jetzt 30 Kühe, habe ich jetzt geholt. Und das sollte erstmal reichen. Jetzt können die sich dann fleißig anfangen zu vermehren. Sieht doch schon schön aus, wenn die Langfetten darauf die ganzen Kühe rum. Aber die beiden schmeiße ich jetzt nicht extra auf den Anhänger. Die bringen wir jetzt so hier vor und fix zum Lager sind. Sparen wir uns die Zeit, das jetzt alles auf dem Anhänger zu laden. Gucken, ob wir zwei auf einmal kriegen. Ob das passt vom Gewicht her oder nicht. Ja, übrigens die Schafe haben jetzt auch wohl Zähne. Ich habe uns jetzt einfach mal ein paar Zähne beim gekauft. Beim Kuhstall hat er ein kleines bisschen nur angenommen, warum auch immer. Aber bei den Schafen hat er voll gehauen. Deswegen, wir haben jetzt auch ein paar Zähne beim oben auf dem Ding schon liegen auf dem Lager. Ja, passt. Das gut, hätte ich gerade auch zwei nehmen können. Egal. Die Zähne beim, ach, die waren ein bisschen größer. Und da hat er mit zwei nämlich gleich mehr gemacht. Sehr schön, das Gute ist, wir kriegen da Paletten rein, wir kriegen da alles rein. Wir haben davon zwei Plätze, auf 250, also 500 Sachen kriegen wir, 500 Ballen und Paletten kriegen wir da rein. Das passt. Damit können wir arbeiten. Vor mich um die drei Wiesen kümmern, bestelle ich auch erst die Felder wieder, dass die fertig sind. Wie gesagt, hier auf dem Feld hauen wir jetzt Luzerne drauf. Kommt zwar dann nicht viel zusammen, aber wir haben sie erstmal. Nur dadurch, dass ich sie den Ballen kaufen kann, hat sich das ja dann auch übrig, wie wir Luzerne ernten. Dann wird ihm natürlich gemäht. Ach stimmt, Luzerne ist ja quasi wie Gras und Klee. So, manchmal stellt man sich auch doof an, ne? Statt einfach mal genau nachzudenken. Aber egal. Das finde ich ganz geil, dass Black Sheep Modding das gleich hier integriert hat. Das ist wirklich geil gemacht.
Folge machen, weil wir das so machen, dass wir an Geld kommen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Felder, Felder, Felder. Ne, das ist jetzt noch nicht die Welt am Bauen. Aber Stück für Stück, ne? Mühsam in jetzt das eigentlich. Mal schauen, vielleicht wird das mal die Tage auf Twitch ein bisschen streamen, dass wir da ein bisschen Vorbereitung reinkriegen. Dass wir auch in den Folgen ein bisschen vorwärts kommen. Aber das läuft schon mal. Ich bin mal gespannt, wenn ich jetzt mit dem Anhänger die Tür wieder aufhabe, ob er die automatisch hochschmeißt oder ob ich die alle einzeln runternehmen muss. Das würde mich jetzt noch interessieren. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, wenn auf jeden Fall schon ein bisschen Leben ist. Und ich müsste jetzt so nehmen, da geht unseren Ball hinterher auch runter. Ja, perfekt. Na, sieht doch schon mal gut aus. Und ein paar Strohballen und ein bisschen Luzerne da oben. Gut, meine Freunde, damit sind wir auch am Ende von der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wieder über einen Daumen nach oben von euch freuen. Lasst ein nettes Kommentar da. An die neuen, lasst ein Abo da, teilt das Video gerne weiter. Und ja, und damit bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.